Das Thema der heutigen Sendung ist Erdbeschleunigung und Gravimeter. Wir sind in der Uni Kiel im Institut für Geophysik. Wir werden über dieses Thema Professor Hajo Götze befragen, ein absoluter Spezialist. Kommt mit! Gravimetermessungen müssen sehr sorgfältig durchgeführt werden, da das zu messende Signal oft nur ein Millionstel des Wertes der Schwerkraft ausmacht. Professor Götze weist die Studentin Elena in den Messvorgang ein und wir dürfen zusehen. Der Vorgang beinhaltet, das Gravimeter in Position zu bringen und den Messwert abzulesen. Die erste wichtige Tätigkeit, die man also jetzt hier durchführen, das Gerät muss horizontiert werden. Dazu haben wir also zwei elektronische Libellen und diese beiden Libellen müssen einstellen. Ja, würde das Teil tun. Ein und das ist die andere. Ja, müssen also einstellen und danach können wir das Messsystem entarretieren, das heißt es dann messbereit machen. Und dann an dieser Stelle hier vom Institut für Geophysik den entsprechenden Schwerewert zu messen. So, das ist also jetzt erledigt. Und jetzt kann man also das Gerät entarretieren. Dafür gibt es diesen Knopf hier. Den drehe ich einmal. Nach rechts. So, und jetzt muss man also warten, bis dieses Gravimeter das System sich eingependelt hat. Jetzt müssen wir natürlich zusehen, dass wir an diesem Gerät hier unsere Messspindel drehen, solange bis der Waagebalken also zur Ruhe gekommen ist. Wir haben den Beam jetzt in der Mitte. Was können wir denn jetzt ablesen? Was wir jetzt ablesen, ist der relative Schwereunterschied zur letzten Station. Das liest man hier auf einem Zählwerk ab und muss es dann mit entsprechenden Faktoren in den Schwerewert erst umrechnen. Aber vielleicht wäre es ganz interessant zu erfahren, was eigentlich diese beiden Libellen machen oder was die für eine Funktion haben. Das sind also elektronische Neigungsmesser, die sehr, sehr empfindlich sind und dafür sorgen, dass unser Gravimeter jetzt senkrecht zu einer Äquipotentialfläche ausgerichtet wird und nur in dieser Position können wir mit dem Gerät messen, weil wir die Vertikalkomponente dieses schweren Feldes hier mit messen. So, jetzt entarretieren wir und damit ist diese Sache eigentlich erledigt. Der Schwerewert ändert sich besonders deutlich über starken Dichteschwankungen im Untergrund. Ein Salzstock hat geringere Dichte im Vergleich zum Sediment. Das Gradiometer misst anstelle des Schwerewertes den Gradienten der Schwere in eine Richtung. Professor Götze erklärt die Prinzipien der ersten Gradiometer an der Tafel. Ein Gradiometer wurde auf dem Satelliten GOES eingesetzt, um das Schwerefeld global zu erfassen. Messgerät, was wir also nun gerade gesehen haben. Und mit so einem Messgerät kann man relative Messungen machen. Das heißt, ich kann mit diesem Gravimeter nur von Station zu Station den Unterschied im Schwerefeld berechnen. Es gibt natürlich auch Gravimeter, sogenannte Absolutgravimeter, die die schwere Beschleunigung der Erde absolut messen. Das heißt, diesen Wert 9,81, den wir in der Schule gelernt haben, reproduzieren auf der Erdoberfläche. Das sind Geräte, die sehr modern sind, die heute verwendet werden. Bei geodätischen Zwecken, Relativgravimeter bei geophysikalischen Messungen. Und es kommt eine ganz neue Generation jetzt dazu, die man in Flugzeuge steckt, die man in Satelliten verwendet. Das sind die sogenannten Gradiometer. Gradiometer misst man Gradienten, das heißt die Unterschiede im terrestrischen Schwerefeld in horizontaler Richtung oder auch in vertikaler Richtung. Aber das ist nicht wirklich neu. Die Idee ist neu, wie man das macht, aber es gab bereits am Ende des 19. Jahrhunderts eine fantastische Geräteentwicklung, mit denen man solche Gradienten, also die Unterschiede im Schwerefeld in horizontaler und vertikaler Richtung messen konnte. Und das waren die Drehwagen des Baron von Oetwisch.
Baron von Oetvös, ein Geophysiker, ein ungarischer Geophysiker, der gerade, was dieses Messprinzip angeht, sich also ganz viele Verdienste erworben hat. Seine Idee war fantastisch. Seine Idee geht eigentlich auf Cavendish zurück, den Physiker, der sich also damit beschäftigt hat, die Gravitationskonstante zu bestimmen. Und das Typische an solchen Geräten kann man vielleicht wie folgt skizzieren. Wir haben hier also einen ziemlich festen Ständer. Dann haben wir hier ein Gerät, in dem also an einem Faden zwei Kugeln, eine Masse M1 hier und eine Masse hier M2, die sind also auf einem Faden, hängt dieser Waagebalken hier an. Und wenn wir jetzt uns vorstellen, dass in diesem Punkt der Schwerevektor 1, V1 misst und hier Schwerevektor V2, kann man sich ja vorstellen, wenn in diesen beiden Positionen Schwere unterschiedlich reagiert, dann fängt es an, dieses System sich um diese Fadenachse einfach zu drehen. Und diese Drehwagen funktionierten so, dass sie nicht nur in dieser horizontalen Achse drehten, sondern auch, je nachdem, wie dreidimensional die Störung des Schwerefeldes war, und auch noch begannen sie ein wenig zu kippen. Es ist klar, dass diese Geräte sehr empfindlich waren im Feldbetrieb. Dass man konnte nicht in dieser einzelnen Position messen, sondern man musste 6 verschiedene Positionen haben, um eben diese entsprechenden Unterschiede zwischen dem G2 und diesem G1 wirklich zu messen. Das war eine enorm lange Zeit, die man dafür brauchte. Experten reden zwischen 4 und 6 Stunden. Und das war zu einer Zeit natürlich machbar, als man noch nichts anderes hatte. Also einer Zeit, als man daran ging, also zum Beispiel in Mitteleuropa, in Deutschland, Erdöllagerstätten zu erkunden, hatte man viel Zeit, die Geräte waren sehr schwer, hatte viel Personal, um diese Geräte also von einem Ort zum anderen zu bringen. Und als dann so in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts diese Relativgravimeter auf den Markt kamen, mit denen man in 2, 3 Minuten Messungen durchführen kann, dann verschwanden diese Ungetüme irgendwie von der Bildfläche, und es gibt sie heute natürlich noch in Museen, zum Beispiel in geophysikalischen Instituten, in meinem Institut, Klaus-Teitz-Sellerfeld Technische Universität, da hatten wir als Studenten noch gelernt, mit solchen Dingen umzugehen. Ja, diese ersten Messungen mit dem Gradiometer oder mit der Drehwaage, wie es ja zu der Zeit hieß, zur Zeit von 1908, mit diese Resultate des wissenschaftlichen Untersuchungsvereins, die ich vor mir habe, fanden am Balatonsee in Ungarn statt. Sie sagten ja schon darüber, dass also der Baron von Oetvös, Roland von Oetvös, ein Geophysiker in Budapest war und seine Arbeit hier über die Niveauflächen und die Gradienten der Schwerkraft am Balatonsee gibt also tatsächlich Auskunft über diese Messung, die damals durchgeführt worden war. Interessanterweise sind diese Messungen zur Winterszeit durchgeführt worden. Eben weil das Gerät so schwer war, hatte man auf dem zugefrorenen Balatonsee natürlich die große Chance, einen einigermaßen engen Punktnetz, diese Gradienten, die man eben mit dieser Drehwaage messen konnte, tatsächlich zu messen. Beginnen wir mal uns klar zu machen, was mit so einer Drehwaagemessung, das heißt also mit Gradientenmessungen, eigentlich wiedergegeben werden kann. Da haben wir hier auf der linken Seite Modelldaten. Wir haben ein ganz, ganz einfaches Modell uns am Computer simuliert. Wir haben eine Vollkugel mit einem Radius von 2,5 Kilometer, wenn man eine etwas kleinere Kugel 1,5 Kilometer hatte, und wir berechnen jetzt über dieser Kugel einer Ebene, berechnen wir jetzt die Stärke dieses Feldes bzw. die Änderungen dieses Feldes. In diesem Falle wäre das also der totale Gradient. Gradienten kann man in Vektoren darstellen, wobei die Länge der Vektoren sozusagen die Größe des Gradienten Auskunft gibt und natürlich der Pfeil dann die Richtung dieser Änderung wiedergibt. Man sieht
bei solchen einfachen Modellen, dass natürlich da in der Mitte, wo also das Massenzentrum ist, diese Gradienten null sind und von diesem Zentrum weg zeigen. Das gilt einmal für diese Kugel, einmal für diese Kugel. Aus der Zeit, etwa so in den 20er Jahren des 19. Jahrhunderts, wurden also im südlichen norddeutschen Becken eine ganze Reihe von solchen Drehbargemessungen durchgeführt. Man sieht also hier die Profile. Und wir haben für die Auswertung und Beschäftigung mit diesen Gradientmessungen 21.000 Messungen zur Verfügung. Und da sehen wir hier nur einen ganz, ganz winzig kleinen Teil. Wir sehen, dass die Vektoren, die uns ja einmal die Richtung und auch die Stärke zeigen, wie wir diese Änderungen im Schwerefeld dargestellt werden können, dass die alle von diesem Gebiet hier so also ein bisschen transparent aussieht, wegzeigen. Und die alten Interpreten haben jetzt definiert, dass überall da, wo diese Vektoren wegzeigten, dass in diesem Bereich diese anormale Masse, in diesem Falle also die Masse unseres Salzstocks liegt. Und da man zu der damaligen Zeit eben nach den Rändern dieser Salzstöcke suchte, weil an den Rändern eben die Chance, Erdöl oder auch Erdgas zu finden, besonders groß war, hatte man dann einfach dann probehalber Bohrungen angesetzt und die meisten dieser Bohrungen waren also fündig, was also dann den Erdölboom im norddeutschen Becken ausgelöst hat.